Hallo meine Lieben, ich habe heute wieder ein Video für euch. Und zwar, heute ist ein besonderer Tag, denn heute ist der 1. Dezember und auch heute ist auch der 1. Advent. Und dieser besondere Moment möchte ich mit euch teilen, indem wir heute unser Kalender eröffnen. Das ist dieser Kalender hier. Ich habe ja euch das in dem Haul gezeigt. Und ja, ich bin sehr gespannt, was hier in dem kleinen Kalender so enthalten ist. Ich freue mich sehr. Und ja, wir können direkt anfangen. Es wird ein sehr großes Video werden. Hier, ich mache ja wieder die Serie mit dem Adventskalendertürchen und dann wollen wir mal gucken, ob es was für mich ist. Und ja, wir gehen jetzt einfach mal und wir suchen jetzt unsere Nummer 1. Und zwar müsste das. Da ist die riesengroße Nummer 1. Und wir öffnen jetzt einfach mal gemeinsam unsere Türe. Ich werde das mal hier ein bisschen anreißen. Da gehen wir auch sehr vorsichtig um. So. Oh. Das war jetzt nicht so gut. So, ich habe das wieder richtig gemacht. Die Türe, die war nämlich nach innen gewölbt, wie gesagt. Und ich habe versucht, das vorsichtig aufzumachen. Und jetzt werden wir gemeinsam schauen, was hier in dieser Türe sich verbirgt. Und zwar da. Da lugt etwas raus. Und zwar ist das. Wartet kurz mal eben. Das ist bestimmt was um. Ja. Ist bestimmt damit das Silber da nicht. Ist bestimmt so silbere zum Saubermachen oder so. Ja, wir haben das erste Türchen aufgemacht. Hier, seht ihr schon. Und heraus kommt eine Gliederarmband schon. Das heißt, in Silber. So sieht das Ganze aus. Okay. Und damit machen wir natürlich mit den anderen Sachen weiter. Das heißt, wir können das nach und nach aufbauen. Und man kann es hier gut verstellen, was ich auch super gut finde. Für mich brauche ich immer meist das letzte Loch. Das allerletzte Loch. Moment. Weil ich habe so dünne Arme. Da passt mir kaum immer so ein Armband oder so ein Ring. Naja, das hat seine Vor- und Nachteile. So, das ist jetzt das allerletzte Loch. Und so sieht das Ganze dann halt aus. Es war immer noch groß, aber meist tue ich auch so riesengroße Armbänder, meist auch über die T-Shirts. Das heißt, ich klemme sie mir hier so ein bisschen drunter. So, damit das nicht so rutscht. Ne, und dann kann ich die dann halt schmücken, wie ich mag. Ja, das tue ich jetzt gleich in meiner Schublade, damit ich das nachher mit euch zusammen weiter aufmachen kann. Und zwar morgen. Morgen werde ich es aber etwas später drehen. Ich habe nur heute angefangen, weil ich gleich noch Videos drehen möchte in einer Serie. Weil ich das jemandem versprochen habe und ich glaube, der ein oder andere
ist da auch ein bisschen interessiert. Aber nähere später. Ich werde das natürlich nach und nach hochladen. Und ja, und morgen, wie gesagt, mache ich das zweite Türchen etwas später auf, weil ich freue mich riesig, weil ich fahre mit meinen Eltern nach Proko, beziehungsweise meine Stadt ist Proko. Und ja, ich kriege ein neues Schlafzimmer. Ich freue mich riesig. Ich kriege ein Bett, ich kriege einen Nachtschrank und ich kann mir einen Schlafzimmerschrank aussuchen, wo die Klamotten reinkommen, weil alles kannst du auch nicht in dem in meinem Ankleidezimmer reintun. Deswegen muss ich immer wechseln vom Ankleidezimmer ins Schlafzimmer. Und aber das macht nichts. Aber ich freue mich riesig. Ich wünsche mir nämlich einen Schlafzimmerschrank mit Schiebetüren. Und ja, ich freue mich echt total. Und vielleicht habe ich ja schon was, was ich schon mitnehmen kann. Ich glaube, ein Nachtschränkchen kann ich bestimmt mitnehmen im Auto bei meinen Eltern. Und den Rest werde ich mir dann wahrscheinlich zukommen lassen. Und ja, ich freue mich. Ich freue mich. Und ich kriege, wenn das klappt, noch einen Schreibtisch, weil mein Büroschrank, ist ja wie so ein Schrank, wird dann auch wegkommen und da freue ich mich riesig. Da freue ich mich echt und ja. Jo, das war's. Mir gibt's zu unserem ersten Türchen nicht viel zu sagen. Wir beginnen, wie gesagt, mit diesem Armband und dann schauen wir mal, was wir als nächstes bekommen. Und bin auch mal gespannt, ob es auch noch so weiterhin interessant bleibt. Ich bin echt gespannt, wirklich echt gespannt. Und ja, gut. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag, einen wunderschönen Advent. Und ja, dann sehen wir uns morgen etwas später, wie gesagt. Und also mit dem Adventskalender. Und ja, ich mache mich mal auf die Socken und wir sehen uns bis zum nächsten Mal.